Wobei, ich sehe schon, was die Belohnung ist, aber... Kann ich da vielleicht auch so dran? Vielleicht? Das so ein bisschen schießen. Oh, wait. Ich kann damit auch sehen, wo die Plattformen sind, ne? Dachte ich. Die müsste ja, glaube ich, irgendwo von hier aus losgehen, ne? Ja, direkt vor mir ist eine. Paar Schritte kann ich noch. So. Vielleicht komme ich von hier aus aber jetzt an die Skulptur dran. Nein, immer noch nicht. Wo ist die nächste Plattform? Direkt vor mir. Ha! Und das reicht jetzt schon. Okay. Nicht? Hm. Irgendwie funktioniert meine Vogelscheuchenpolka nicht. Oder ich bin immer noch zu weit weg. Oh Gott. Safe. Kann ich mir das Ding nicht einfach jetzt so schnappen? So weit bin ich jetzt auch nicht mehr weg. Immer zu weit. So. Als ob ich das nicht erreichen kann. Weiß nicht, oben, unten, links, rechts, links, rechts. Bin ich jetzt ganz blöd? Hab ich doch gerade eben noch vorgespielt. Ach, unten oben. Ich bin dumm. So. Hätten wir das auch, nachdem ich so dumm war und mir diese Melodie nicht merken konnte. So, jetzt muss ich mal überlegen, dann ist da auch nichts weiter. Nee, da sind wir hier schon mal fertig. Dann auf zu den Soras. Ja. Sowas kann ich nämlich noch ein bisschen was an den Klippen holen. Und danach geht's ans Spinnenhaus wieder. Da können wir auch auf jeden Fall noch einiges holen. Und wir wissen zumindest, dass im Spinnenhaus gleich drei Masken auf uns warten. Laut Svenjas letztem Tipp. Aua. Irgendwo hier oben müsste ich, glaube ich, an ein oder zwei Truhen drankommen. Ne? Und so.
So, meine Güte. Link? Zieh dich da dran. Ich meine Maschini. Hallo? Willst du mich verarschen? Bist du dir immer noch zu weit weg? Ach, jetzt geht's plötzlich. Versehen zu schnell hier über die Klippe einfach laufe. Und da ist nicht der richtige Weg. Komme ich da an die Truhe eigentlich dran von hier aus? So, ich die da gerade da oben so schön sehe. Ja. Cool. Never mind. Debated. Arbeit. Ja. Wenn ich mich an die rechte Seite von der Truhe ziehe. Ganz vorsichtig. So ein bisschen nach rechts. Ein bisschen zurück. Ja, und jetzt dran ziehen. Nice! Achso, ich stehe auf der Truhe drauf. Wird zwacken. So, dann jetzt noch eine Truhe. Da komme ich wahrscheinlich nicht dran. Nee. Das heißt, wir müssen erstmal zu dem Baum wieder runter. Hä? Okay. Ich habe gerade Schallfaden bekommen. Der Schallfaden. Ja. Damit macht man besonders schnelle Kleidung. So, irgendwo hier müsste, glaube ich, noch eine Truhe sein. Ja. Genau da, übrigens. Für noch einen Zwacken. Nun. Na gut, und an den anderen Stuff kommen wir hier nicht dran. Okay, dann bleibt jetzt wirklich nur noch das Spinnenhaus. Clockdown. Ja, Biberspiel wurde auch hier im Rando vereinfacht. Das heißt, man muss nicht alle Rennen machen. Also man muss nicht das Rennen gegen den jüngeren Bruder machen, sondern nur das gegen den älteren. Was auf jeden Fall sehr viel angenehmer ist. So. Ich habe Geld für dich. Dann gehen wir jetzt erstmal zum Inn. Um uns dort schon mal vorzubereiten für die Hand auf dem Pott. Was ich auch mal eben machen könnte. Wieder den Zeitfluss normalisieren. Jetzt möchte ich mir gerne eine Story von dir anhören. Und zwar die, die 2 Stunden lang geht. Ah, guten Morgen. Haben wir so zumindest noch mal ein bisschen Zeit verplempert. So, taucht die Hand? Nee, ab Mitternacht erst auf. Das ist ungünstig.
Weil ich glaube, ich komme in der Nacht hier nicht mehr hoch. Oder kann man sich hier irgendwo dran ziehen? Kann ich mich hier dran ziehen? Nein. Nein, das ist alles aus Metall hier. Hm. Kann ich mich hier irgendwo dran ziehen? Auch nicht. Nein. Ich glaube, bis zu einer gewissen Uhrzeit darf ich noch, ne? Na gut, dann machen wir die Hand auf dem Klo in der zweiten Nacht. Dann gehen wir jetzt erstmal nur die Oma retten. Ich kann mir währenddessen überlegen, was man noch machen könnte. Ich glaube, uns bleibt sogar von den Möglichkeiten her aktuell nur das Spinnenhaus. Wir können im Sumpf nichts machen, weil wir die Dekomaske nicht haben. Wir können im Gebirge nichts machen, weil wir das Auge der Wahrheit nicht haben. Und das Dungeon-Lied nicht. Wir können... Ikana Canyon können wir halt... Doch, stimmt. Wir können in Ikana Canyon hin. Wir können auf dem Friedhof noch nichts machen, weil uns der Helm des Hauptmanns fehlt und auch die Sonate des Erwachens. Aber wir können ein bisschen in den Canyon rein. Aber auch nicht so viel, weil es wäre out of logic, wenn ich mich mit meinem Enterhaken hochbagge, weil ich theoretisch eigentlich die Eispfeile bräuchte, um dahin zu kommen. Die Maske des Hauptmanns ist ja beim Spinnenhaus. Aber ich kann zumindest zu dem Dekohändler dort gehen und zumindest mit ihm handeln. Ich denke mal, wir werden uns aber trotzdem einmal kurz da hoch zur Eulenstatue hinglitschen. Also nicht glitschen, aber halt uns da ein bisschen hochtricksen. Einfach um den Teleporter dort schon mal zu haben. Und dann gehen wir wieder. Weil eigentlich sollten wir dann da oben noch nicht sein. Dementsprechend hole ich da auch erstmal noch nichts. Außer es bleibt mir wirklich nichts anderes übrig. Aber ansonsten... ja. Gehen wir gleich nur kurz zu Ikana, holen die zwei Sachen und gehen dann zum Spinnenhaus am Sumpf. Da kann ich auch nicht, wirklich nicht mehr auch nichts machen. Ne? Ohne diese Dora-Maske kann man da auch gefühlt nichts tun. Oder Feuerpfeile, die könnte ich auch noch gebrauchen für eine Belohnung. Oder halt das Dungeon-Lied. Oder eine Felsmaske, die auch übrigens sehr praktisch wäre für das Piratenversteck. Nur so nebenbei mal gesagt. Ja. Problem ist, um an die Felsmaske dran zu kommen, brauche ich Kaffeis Maske, da wissen wir, wo die ist. Und die Eilpost an Mama. Nee, Moment. Wir müssen gar nicht die ganze Quest machen. Wir müssen nur die Eilpost an Mama abliefern. Und die ist irgendwo in diesem Spiel. Also selbst wenn ich weiß, wo sie ist, ich muss trotzdem irgendein random Item finden. In diesem Randomizer. Hm. Es ist also scheißegal, wie es mit der Kaffee-Quest ist. Wir müssen einfach nur die Eilpost an Mama finden. Ja. Das wird mir jetzt erst bewusst, weil ich die ganze Zeit immer dachte, ja, ich muss die Kaffee-Quest machen. Aber nein. Scheiß auf Kaffee. Ah, da kommt die Oma. Ja, scheiß auf Kaffee. Wir müssen einfach das Item dazu finden. Das ist das Problem. Und tschüss. Ist das jetzt besser oder schlechter? Yay. Danke für die Nüsse. Da.
Ich sag mal, die ganze Quest muss ich im Endeffekt eventuell trotzdem machen, weil ich den Hinweis für die Maske der Liebenden haben möchte. Ah, okay, jetzt darf ich auch nicht mehr rein. Na gut, dann halt nicht. Wait. Ja, wir wissen nicht, was am Ende der Quest wartet. Am Ende ist da auch noch eine Maske. Dann weinen wir. So. Dann auf an den Strand und machen dann jetzt das Spinnenhaus. Im Spinnenhaus kriegen wir auf jeden Fall wieder sicher ein paar coole Sachen. Hoffentlich. Dahin. Und dann ist dort die Maske des Zirkusdirektors. Die beste Maske von allen. Ach nee, Moment, ich wollte ja die Ach egal. Können wir nachher nach Ikana gehen. Ist ja nicht so, als wäre das nicht der Fall. Wahrscheinlich kann ich das Item von dem Deko-Händler eh nicht kaufen. Und der Teleporter, den kann ich mir auch später noch holen. So. Lasst mich durch, ich bin Arzt. Eigentlich nicht, ich habe gelogen. So, Ocean Spider House. Kann ich das eigentlich mit dem Goron einfach aufboxen? Nein. Aber gut, dass wir irgendwann random vorhin Bomben... Moment. Kann ich das potenziell auch mit den Krabbelbienen machen? Aua. Ah. Hm. Nun. Moment. Das will ich jetzt mit den Krabbelminen einmal öffnen. Eigentlich brauche ich nur in der Hand zu halten und... Jetzt? Jetzt. Cool. Es funktioniert. So. Okay, aber bevor wir hier reingehen, machen wir erstmal nochmal ein kurzes Päuschen. Da kommt schon unsere erste Skulptula hingegen. Die meint auch so, hallo! Und jo, machen wir gleich weiter. Von daher, bis gleich. Hallo, na? Ihr habt die ganze Zeit zwar nicht gehört, aber ich habe die ganze Zeit einfach dieses Spinnenkrabbeln im Hintergrund gehört. Dieses das, was ihr halt aber jetzt die ganze Zeit hört. So. Wir wollen hier ein bisschen weitermachen und uns durch das Spinnenhaus kloppen. Wir sollten, ich meine, an alles drankommen. Oh, Bomben. Nee, gar nicht. Tun wir nicht. Uns fehlen die Feuerpfeile für alles. Ich bin gut. Gerade gleich im ersten Raum. Oder? Muss gleich nochmal schauen. Aber ich glaube, durch die Feuerpfeile kommen wir nicht an alles dran. Auffüllung. Nee, weil hier fehlt uns oben links, glaube ich, Feuerpfeile. Ja. Na gut, das ist jetzt aber auch nicht so schlimm. An das meiste kommen wir zumindest dran. Und vielleicht finden wir sogar die Feuerpfeile hier drin. Who knows? Gucken wir uns einfach mal um. Ich sag mal, das meiste kann ich auch mit... Oh, ich habe zum Glück noch zwei Deko-Sticks. Auch so holen. So, hier ist einer drin. Ein Boss-Schlüssel. Für Great Bay Temple. Okay. Moment. Erstmal aufschreiben. Kann man ja noch gebrauchen. Also, da ist noch eine Skulptur drin. Da nicht. Komme ich an die oben dran? Da. Noch mehr Bomben. Also wenigstens Bomben gehen mir hier wahrscheinlich nicht aus. Ah, da war noch eine. Kann ich hier eigentlich draufklettern? Gute Arbeit, Link, dass du da drauf stehen kannst.
Ich habe Romanis Maske gefunden. Cool. Eine weitere Maske für uns. So. Da oben sehe ich nichts weiter. Dann müsste ich da hinten einmal Feuer machen. Aber gut, dass wir ein paar Deko-Sticks haben und hier einfach alles verbrennen können. Moment. Oh, cool. Die Karte der Romani Ranch. Auch sehr gut. So. Hört das ja mal auf. Wir gehen da auch direkt mal rein. Das ist die Bibliothek. Ne, dann komme ich hier später nochmal zurück. Hier sind nämlich nicht noch die Knochen-Dudes. Wobei, vielleicht ist auch der Helm des Hauptmanns da drin, aber gehen wir erstmal hier jetzt weiter gucken. Treffe ich? Nein. Ein bisschen hoch. Oh, das war ein bisschen zu hoch. Jetzt will ich treffen, okay. Romani-Karte, Romanis Maske. Das ist eigentlich das alte Haus der Familie. Hm. Haben wir Tingle am Strand schon besucht? Ja. Ich glaube, der hat aber auch nichts Interessantes. Ein Herzteil. Sehe ich hier irgendwo noch was? Und hier müssen nicht. Aber da oben ist noch eine drin. Ich? Oh, debated. Ach, da, oh, da hinten oben war das. Was? Was ist das? Für noch mehr Bomben. Okay. Just bomb everything. Hab ich genau gesehen. Eine Fee. Die siebte. Wow. Gucken wir da einmal rein. Und noch ein Herzteil. Schon wieder einen Holzcontainer voll bekommen. Noch kurz von oben runter gucken. Das sind keine Spinnen. Da müsste auch keine sein. Junge, müsste ich aber noch eine sein. Von mir. Doch in dem Topf? Ja, okay, doch in dem Topf. Ah! Die Fee aus der Unruhestadt. Die hat sich auch ein tolles Versteck gesucht. Okay, aber jetzt höre ich hier auch nichts mehr. Dann gehen wir doch eben oben in der Bücherei mal gucken, ob wir da vielleicht den Helm des Hauptmanns finden. Erinnert mich bitte daran, nachher, wenn wir wieder hier raus sind, die FEMA bei Unruhestadt abzugeben. Vergesse ich doch safe. War dahinter einer? Yes. Die hat sich ein bisschen verlaufen. Ja gut. Hab ich gesagt, dass wir Feuerpfeile brauchen? Ja. Das macht hier auf jeden Fall einiges einfacher. Dann können wir sogar wirklich alles hier holen. Ja, fast. Oh, cool. Einen grünen Trank bekommen. Das ist sogar recht hilfreich. Ach da.
Stray Fairy. Und noch ein Herzteil. So, und dann ist oben auf den Dinger noch eine Fee. Ich muss nur mal gucken, wo ich hochkomme. Da. Nein. Und ich habe ich sogar eigentlich gar nicht gesucht, aber ich nehme mich trotzdem gerne mit. Das Ziehen ist so anstrengend. Tadam. Geh mal ein bisschen weiter weg. Nein! Nicht dahin. Ja, sowohl die Skulpturhäuser als auch die Dungeons sind halt richtige Loot-Höhlen, weil, ihr müsst ja bedenken, in Dungeons sind ja auch nochmal 15 Feen, die weggerandomized sind. Das sah auch schon ein bisschen creepy aus. Wie da einfach das Gesicht oben drin war. Ah, da hinten ist auch noch eine. Ja, stimmt. Nein! Die Steuerung ist manchmal echt einfach viel zu empfindlich hier.